Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese kleinen Kreuze selber macht. Die könnt ihr als Anhänger oder als Schlüsselanhänger benutzen, wie ihr möchtet. Die liebe Dragonheart Century hat sich das gewünscht bei mir gestern. Und da dachte ich, dann mache ich das doch einfach mal für sie. Und das ist ganz einfach. Ich benutze nur die Häkelnadel. Und ihr braucht insgesamt 38 Gummis dafür und dann geht's auch schon los mit der Anleitung. Ich starte mit einem Gummi, dann nehme ich drei Umschläge, dass ich es insgesamt viermal drauf habe. Ich zeige es nochmal. So, einmal abmachen. So, also einfach aufnehmen und dann 1, 2, 3 mal rum. Und dann nehme ich mir drei weitere Gummis und rolle die alle drüber. Also alles, was auf der Nadel ist, auf die drei Gummis rollen. So, dann nehme ich das alles auf und habe alles auf meiner Nadel. Dann nehme ich mir wieder drei Gummis. Drei. Und ziehe die drei Gummis durch die sechs, die ich schon auf meiner Nadel habe. So, und nehme das Ende wieder auf. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Das Ganze mache ich nochmal. Durch alle durch und drauf. Jetzt habe ich das dreimal. Hier unten sind drei Bänder, da sind drei und hier oben sind nochmal drei Bänder. Jetzt mache ich die zweite Seite vom Kreuz. Dafür nehme ich wieder 1, 2, 3 Umschläge, drei Gummis und die Gummis wieder rüberrollen. So. Das ist die lange Seite vom Kreuz unten. Deswegen mache ich das andere hier nur zweimal. Die drei Gummis wieder nehmen. Vorne auf die Nadel drauf. Und drüber. So sieht das Ganze dann aus. Und das mache ich jetzt noch zweimal. Wieder drei Umschläge holen. Drei Gummis. Und alles rüberrollen, draufgeben, drei neue Gummis, alles durchziehen, draufgeben und auch der zweite Teil ist fertig, das wird oben. Jetzt mache ich noch einen, das wird der letzte, 1, 2, 3. Und wieder drei Gummis. Na, da fehlt einer. So, drei Gummis. Und alles rüberrollen. So, draufgeben. Und wieder drei Gummis. Und alles durchziehen, vorne aufnehmen und dann nehme ich ein Gummi, um das alles zu verbinden. Das gebe ich vorne auf die Nadel und hebe alles dadurch. Zwei sind drauf, na, drei sind drauf und da kommt das letzte. Dann nehme ich mir das andere Ende wieder und ziehe es einmal durch. So und fertig. Jetzt nehme ich noch das Gummi, mit dem ich das alles verbunden habe, zum Fixieren. Lege es einmal drüber, drehe es vorne zweimal, ne? Drehe es vorne zweimal, gebe es nochmal drüber. So fixiere ich das Ganze immer ganz gerne ein bisschen, das bleibt dann stabiler und hält einfach in seiner Form. Immer drehen und nochmal drüber geben.
Wenn ihr das Ganze als Anhänger benutzen möchtet, macht ihr an der Seite, in der ihr es festmachen möchtet, einfach noch ein Gummi durch. Ich mache es einmal oben vor. Durchstechen. Das Band durchholen. Wiederholen und festziehen. Dann habt ihr es oben zum Anhängen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist es nochmal in Pink und Weiß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und sonst, wenn ihr auch Wünsche habt, wie Dragonheart, dann lasst mir einen Kommentar da, da freuen wir uns. Und wenn euch der Kanal gefällt, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal dann.